Nachdem der Kilian Wenger am Morgen zwei gewonnene und einen gestellten gegen Unsponnensieger Dani Bösch rausgeholt hat, muss er jetzt im vierten Gang gegen Zucker-Eigenoss Bruno Müller an. Ja, der Müller ist sicher nicht einfacher Gegner. Er ist immer wieder für Überraschungen gut. Hier zieht er den Wenger sogar an, stellt ihn aber ab. Der Wenger dreht ihn wieder gegen Platz rein und gewinnt glatt im Kurz. Damit der Kilian Wenger mit diesem Sieg ganz heißer Anwärter in einer ganz guten Ausgangslage im Kampf um einen Gesamtfestsieg. Dann der Nöldi Vorer, der Mattu Sempach bodiget hat im ersten Gang gegen Krigl Stucki, der die ersten drei Gänge gewonnen hat. Ja, der Stucki hat hier ist sehr, sehr rigoroser Sache gegangen. Er hat vorher schon bereits das erste Mal kurz rausgezogen. Hier eine weitere Aktion, die der Vorer in Bedrängnis bringt. Der Stucki, der aber am Boden nicht nachfährt. Ein weiterer Kurzversuch. Stucki ein bisschen zu wenig konsequent. Stucki lässt mit seinem Zug in den Griffel gehen. Wäre vielleicht sogar gegangen, wenn er dran bleibt. Ist der Kampf kurz vor Ultimo. Stucki probiert es nochmal. Noch einmal im Kurz, aber der Vorer hat immer rechtzeitig nachgeholfen und kann so eigentlich den Stucki drüber einreissen. Der Kampfrichter hat Minuten angegeben und jetzt ist der Gang fertiggestellt. Damit ist der Nöldi Vorer im Kampf um den Festsieg weg, weil er hätte ja schon gegen Willi Graber müssen stellen. Voll im Rennen um den Kampf um den Festsieg ist der Philipp Leinbacher, der morgen drei Eidgenossen bodiget hat. Und da hat er jetzt gerade der Vierte in seinen Griffen. Der Matto Glarner probiert es da im Übersprung. Ja, hier sieht man gerade, wie er eigentlich das Resultat auch gegen Glarner sucht. Er probiert es gleich wieder im Übersprung, im inneren Haken. Hier ein Kurzversuch. Der Glarner, der sofort probiert, ins Kreuz zu lenken. Der Glarner versucht noch in Bodenarbeit ein Rezept zu finden gegen Leinbacher, was ihm aber nicht gelingt. Der Kampf dauert nur noch ein paar Sekunden. Der Leinbacher kommt nochmal. Macht er doch etwas fitteren Eindruck als der Glarner, der etwas behäbig wirkt. Und da ist der Kampf gestellt. 8-7-5. Das wirft vor allem der Philipp Leinbacher im Kampf um einen Festsieg ein bisschen zurück. Mattu Sempach auf seiner Aufholjagd nach seiner Startniederlage gegen Nöldi Vorer hier mit dem Lokalmatador Lutz Schäuber. Brienzer. Er ist da im Brienzer vorwärts, der Schäuber weiss aber ganz genau, was kommt. Setzt alles auf eine Karte und lädt den Mattu hinten ab über das Knie. Der Schäuber Lutz, ganz unangenehmer Zeitgenoss, der schon manchem Gigant hat können zumindest ein Unentschieden anbringen. Und auch der Mattu. Da noch eins genau das Gleiche, probiert wieder in die Brienzer reinzugehen. Da reagiert der Schäuber noch eins ein bisschen früher. Kommt wieder nicht zum Rezept. Mattu läuft jetzt langsam, aber sicher Zeit davon. Er braucht ja unbedingt einen Sieg. Da kommt er im Übersprung und das klingt. Und hier nachher dafür blitzschnell, kurz vor Schluss, steht er im Übersprung raus, fasst oben noch die Achsel und ist natürlich fertig und gewinnt so mit einem Blattwurf. Also damit der Mattu nach vier Gängen drei Siege und eine Niederlage. Dann sieben Zwinger vom ersten Gang. Der Nöldi Vorer, er kämpft hier nicht mehr um einen Festsieg, aber ihm geht es um einen Kranz. Aber für den Brünikranz muss er jetzt der Zehi Britschki Melk bodigen. Ja, er ist das erste Mal bei einem Horn mit Gamme zum Rezept gekommen. Hier versucht er es wieder mit Gamme. Der Britschki hat ihm gerade die Hüfte unter. Das ist immer so ein bisschen Gefahr, wenn man gegen einen kleineren antritt. Wenn die ihm die Hüfte unter haben, dann kann man die schwerste aushebeln. Wäre bei einem Horn gegangen. Und dann jetzt, vorher nach dem Motto. Wieder mit einem Gamme und diesmal längs. Oberarm hat der Britschki gut fixiert und diesmal gewinnt der Britschki glatt. Wahrscheinlich die grösste Überraschung vom Tag. Der Schwingerkönig von 2001 unterliegt im Britschki Melk und muss damit seinen Traum vom Brünikranz schon vor dem letzten Gang beerdigen. So, jetzt geht es um einen Schlussgang. Und da kann jetzt der Christian Stucki mit einem Zähne kann er sich die Schlussgang-Teilnahme sichern gegen Roman Emenegger, ein Luzerner. Ja, wir haben jetzt hier gesehen, der Emenegger ist einer, wenn er keinen nicht auf den Rücken. Er hilft aber noch, probieren abzuschlunken, wie er es hier gemacht hat. Probiert nachher sogar den Stucki kriegen, noch zu fixieren im Platz, um Zeit zu gewinnen. Hier weiter ein Kurzversuch vom Stucki wieder. Bringt aber der Emenegger wieder nur bis in die Seitenlage.
Aber da er weiss, dass er sonst irgendwann auch die Zeit davonläuft, nimmt er die sichere Variante und macht auch das 9,75. Aber das muss ein Nahtoderlebnis sein, oder? Wenn da 140 Kilo Brocken auf einem oben liegt. Ja, vor allem, wenn man auch noch probiert abzuschlunken und das dann in die Hose geht, dann kommt eine rechte Woche nach. Also Stucki gewinnt den Gang, aber eben nur mit einem 9,75, nicht mit der Maximalnote 10. Und das könnte ihm jetzt für den Schlussgang teilnehmen, zum Verhängnis werden. Der Mattu Sempach, der braucht unbedingt eine Szene, wenn er noch eine Chance haben will, einen Schlussgang gegen Joel Wicki. Der Joel Wicki, der ist zwar erst 17, aber der hat auf der Rigi bewiesen, dass er schon ein ganz böser ist in seinem jungen Alter. Ja, vor allem, er hat auch keinen Respekt vor den grossen Namen. Das ist das, was er eigentlich braucht. Er probiert immer gerade anzugreifen, was er auch gegen Sempach hat gemacht. Der Mattu weiss aber genau, dass er eine Szene braucht, wartet auf seine Chancen und kann hier mit einem wunderschönen Kurzzug die Szene schlussendlich auch machen. Der Schwingerkönig damit im Kampf um einen Schlussgang noch im Rennen. Allerdings hat er nicht die besten Karten, weil er ja einen verlorenen Gang auf dem Notenblatt hat. Im Gegensatz zum Kilian Wenger, der es hier mit dem Luzerner Sven Schurtenberger zu tun überkommt. Mit einem Zehni, mit der Maximalnote, und der Kilian ist im Schlussgang. Er überkommt es, aber ist, glaube ich, Käse. Ja, da kann man sich sicher ein bisschen drüber streiten. Ist da, das Glück hat er auf seiner Seite gehabt, der Wenger, Kilo. Der Kampfrichter gibt es gut schon bereits, wo der Schurtenberger auf die Seite runtergeht. Und somit muss er natürlich auch die Maximalnote zeigen. Fix ist, Kilian im Schlussgang, jetzt kommt aus gegen wer? Matthias Glarner ist ein Kandidat, hier im Kampf gegen Fankhauser. Glarner mit der Maximalnote wäre er der Gegner vom Wenger im Schlussgang. Sonst ist es der Krigo Stucki oder der Matthias Sempach. Abtasten. Glarner mit einem Fußstich. Sicher auch das ein bisschen rumgezogen. Ist nicht wirklich ganz platt runtergegangen, aber im Reglement steht auch, wenn man einen Zug schön sauber zieht, schön rund, dass man auch für das darf eine Maximalnote schreiben. Also, damit nicht ganz unumstritten, aber fix. Schlussgang, Teilnehmer Kilian Wenger, Schwingerkönig von 2010, gegen seinen Trainingskollegen, Berner Oberländer, der Matthias Glarner. So, der Mattu Sempach könnte den Sieg allenfalls erben bei einem gestellten Schlussgang, wenn er jetzt den Willi Graber botigt. Aber das ist bekanntlich keine einfache Aufgabe. Auch für einen Schwingerkönig nicht. Das ist genau so. Wir haben jetzt auch gesehen, das war eigentlich im Graben seine bevorzugte Stellung. Er probiert nachher immer in die Beine zu kommen vom Gegner und den Gegner dann über sich neu abzulehren, was vorne auch bei einem Horn gelungen wäre. Willi Graber hat im zweiten Gang ja den Null die Vorher nach seinem furiosen Auftakt können zurückbinden. Und zurückbinden tut er jetzt auch der Mattu Sempach ein bisschen. Der Gang endet gestellt. Und damit ist der Mattu im Kampf um einen Festsieg definitiv aus dem Rennen. Das trifft auf Krigo Stucki nicht zu. Der hat hier der Berner Oberländer Bernhard Kempf in seinen Fingern. Und wenn er jetzt den zähnert und einen gestellten Schlussgang geben, dann wäre er der Festzeiger. Ja, hier sieht man, bleibt hartnäckig dran, muss noch ein, zwei Mal nachziehen im Kurz, schafft das aber nachher und gewinnt gegen Kempf Bernhard. Damit sind die zwei Herren im Schlussgang, die Herren Glarner und Wenger, unter Druck. Sie müssen jetzt etwas zeigen, ein gestellter längt nicht. Es muss einer von diesen zwei den entscheidenden Wurf können realisieren, sonst erbt der Stucki. Es ist am Anfang aber nicht so viel gegangen in diesem Schlussgang. Ja, am Anfang hat sicher jeder gehofft, darüber kommen eindeutige Chancen, die er vielleicht könnte ziehen könnte. Aber nachher ist der Kampf immer intensiver geworden. Wir haben es hier jetzt gesehen. Sie suchen wirklich gegen Schluss nach einer vehementen Entscheidung. Sie nehmen auch ziemlich viel Risiko auf sich. Und wenn zwei solche Schwinger genug Risiko auf sich nehmen, dann gibt es meistens auch eine Entscheidung. Das war da ganz knapp gewesen. Kilian kommt wieder kurz. Sicher auch ein Abnutzungskampf gewesen. Vielleicht nicht gerade auf Erstätsch gewesen, aber es hat ihm recht gebraucht. Der Kampf wäre vielleicht noch eine Minute gegangen. Der Wenger, der Glarner wieder zurückziehen kann und somit Prüfungssieger wird. Jetzt hat es natürlich böse Zungen, die sagen, ja, die zwei sind Trainingspartner. Sie haben ja noch den gleichen Manager. Die haben sicher untereinander abgemacht, dass im Notfall halt einfach einer daher liegt, dass der Stucki nicht erben kann. Was sagst du zu dieser These? Ja, ich glaube, das ist mehr Theorie. Also das kann man nicht, weil wenn man Sportler ist, dann kann man das einfach nicht extra zu verlieren. Aber wenn eben, wie gesagt, wenn man es dann lässt, darauf abkommt, auf die Tutti geht und auf Biegen und Brechen eine Entscheidung sucht, kann es auf beide Seiten gehen. Und da hier ist jetzt der Wenger Kilo der Glücklicher gewesen. Für Kilian ist das der 15. Kranzfestzeug, der 3. grosse Bergfestzeug nach dem Schwarzsee und dem Stoss. Also jetzt auch Triumph
in seiner engeren Heimat, in Brünig.